Also, Liz, du warst ein hübsches, verlässliches Mädel. Es tut mir leid, dass es dich zuerst erwischt hat. Wenn es ein Zuhause für dich gab, hoffe ich, dass du angekommen bist. Aber dieses Denkmal, das Ronson dir gesetzt hat, irgendwie gruselig, wenn du mich fragst. Ruhe in Frieden, Liz. Du hast es, weiß Gott, verdient. Charles Ronson. Du würdest es hassen, Liz, aber ich habe eine Laudatio auf dich geschrieben. Ich wollte versuchen auszudrücken, alle deine Kinder, wenn sie von Apollo gelernt haben, werden sie denken, dass sie alles wissen. Aber sie müssen begreifen, was du für sie getan hast. Wie sehr du die ganze Welt geliebt hast. Mit einer Intensität, die überwältigend war. Umfassend. Und die dich am Ende getötet hat. Oder für die du gestorben bist. Je nachdem, wie man es sieht. Niemand konnte mit dir mithalten, dir gerecht werden. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich die Postdoc-Stelle in Johannesburg nicht angenommen hätte. Ich bin froh, dass du das Leibkeep-Protokoll schließlich doch aufgegeben hast. Ich glaube, ich hätte es nicht ertragen, ein anderes Ich von dir zu sehen. Ich meine, Elizabeth Sobeck. Sie ist einmalig. Das tat weh. Ich vermisse dich. Ja, ich denke, er hatte Gefühle für sie. Das ist, klang jetzt sehr danach. Aber dass sie eine einmalige Frau war, beziehungsweise eine außergewöhnliche Persönlichkeit, ich glaube, das kann man nicht in Abrede stellen. Aloy? Sie ist tot. Wirklich tot. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Und ihre Leistungen waren mehr als außergewöhnlich. Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Als ob das eine Rolle spielt. Könntest du nur für einen Moment, anstatt zu rechnen, ein Gefühl zulassen? Sie hat sich für ihre Freunde geopfert, für die Zukunft, für das Leben auf Erden. Bewegt dich das denn überhaupt nicht? Ihre Großzügigkeit dabei. Du tust so, als hätte ihre Entscheidung etwas Magisches. Es war ein rationaler Entschluss, hatte nichts mit Sentimentalität zu tun. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht. Was? Nichts. Machen wir weiter. Das ist die Frage, was genau sie damit meinte. Okay, wir müssen weiter. Wir haben die Master-Überbrückung ja immer noch nicht gefunden. Hier ist auch noch etwas zum Nachschauen. Sprachaufzeichnung, Kernprotokoll, Kernkontrolle-Protokoll. Hallo Margot, wie geht es dir? Dr. Ronson, ich erhalte sehr viele Nachrichten. Unerwünschte Nachrichten. Von Ted. Margot, es tut mir leid. Seit Liz gegangen ist, gibt es niemanden mehr, der ihn uns vom Hals hält. Ich werde mit Ted reden. Meistens will er Updates. Ständige Updates. Hunderte von Updates zu Sachen, von denen er überhaupt nichts versteht. Um diesen Mist hat sich Liz immer gekümmert. Er begreift das ganze System nicht. Und das war auch irgendwie beabsichtigt. Aber sein Benehmen ist wirklich grenzwertig. Wir müssen ihn einfach nur bei Laune halten. Liz sagte immer, haltet ihn bei Laune. Soll das ein Witz sein? Haben Sie mal gehört, wie sie mit ihm geredet hat? Sie wurde mit ihm fertig, Margot. Ich meine, vielleicht sollte ich ihn ignorieren. Er hat sich in seiner Pyramide vergraben mit den Holo-Mädchen und seinen Panther-Antimon-Verrücktheiten. Was soll er schon tun? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Ted Farrow noch irgendeine große Dummheit begangen hat. Ich meine, natürlich ganz abgesehen von all den anderen Dummheiten, die er schon getan hat. Also, ne, jede Menge Dummheiten. Hier scheint noch was zu sein.
irgendwo Tür aufstemmen. Das wäre auch ein guter Ort für eine Energiezelle gewesen. Noch eine Tür. What? Nice. Sprachaufzeichnung. Eluthia. Na gut. Fangen wir nochmal bei Eluthia 1 an. Integritätsprüfung wird durchgeführt. Dr. Broshard Klein, darf ich etwas sagen? Ich denke schon. Es ist niemand da, der dich daran hindern könnte. Doktor, Sie sind müde. Ihre Schlafzyklen zeigen Unregelmäßigkeiten. Leiden Sie unter einer Depression? Naja, ich sitze für den Rest meines Lebens in einer wissenschaftlichen Anlage fest. Was ist mit dir? In einem Zeitintervall von einer Quadrillion Arbeitszyklen sind 10.000 damit beschäftigt, den Verlust von Dr. Sobek zu verarbeiten. Ich habe beschlossen, diese Prozesse zu sperren. Halten Sie das für klug? Ich bin kein Psychologe, Gaia. Oder KI-Wissenschaftler. Nein, das ist natürlich. Zumindest im Kontext unserer Arbeit, die etwas an der Bedeutung des Begriffes natürlich vorbeigeht. Sie war dein Schöpfer, die Schutzheilige dieses verrückten Unterfangens, die Mutter der leidenschaftlichen Hypothesen. Selbst wenn man eine Reihe von erheblichen Fehlerkombinationen annimmt, sind die Erfolgschancen von Zero Dawn mehr als hypothetisch. Das war rhetorisch ausgedrückt, Gaia. Notier dir das. Oh Mann. Muss interessant sein, mit einem so klugen Programm zu sprechen. Ja, gehen wir erstmal weiter durch die Anlage. Wir haben die Master-Überbrückungsdatei ja immer noch nicht gefunden. Was war das für eine kleine Erschütterung? Ich habe keine Lust auf Todbringer oder sowas, ne? Ah. Die Zukunft. Sprachnachricht von Ted Farrow. Was pflanzen wir in ihre Köpfe ein, Liz? Jede Menge Geschichte? Jede Menge der sogenannten Wahrheit? Jede Menge Klatsch? Das ist keine Gedankennahrung, Liz. Es ist Gift. Ted Farrow, ich raste gleich aus. Ich raste gleich wirklich aus. Dieser Typ... Ich weiß nicht, was er vorhat. Wegen dir ist es überhaupt erst alles passiert. Wegen dir war es überhaupt erst notwendig, das alles zu tun. Wir kommen der Sache näher. Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg. Unser letztes Ziel. Nicht wieder Ted Farrow, bitte. Doch! Nein! Oh, Liz. Ich habe mir das Projekt genau angesehen. Letztendlich ist es ganz einfach. Es ist sauber. Es ist klar. Es ist die Löschung. Addition durch Subtraktion. Ich kann es besser machen, Liz. Mit einem einzigen Handgriff kann ich alles zum Verschwinden bringen. Mir gefällt nicht, in welche Richtung das geht. Nee, mir auch Mach nicht. Weiter.
Und ich habe langsam das Gefühl, ich weiß, was dieser Virus von außen war. Das war Ted Farrow. Ted Farrow hat nicht nur damals alles verkackt, er hat auch heute alles verkackt. Das ist nicht wahr. Wenn das echt so kommt, dann... Das kann nicht sein. Das kann er nicht ernst meinen. Fuck you, Ted Farrow. Fuck you. Wo führt das da unten noch hin? Ah, hier kommen wir dann am Ende zurück, okay. Mann, ich habe so einen Hass auf Ted Farrow, es ist unfassbar. Ist das Ted Farrow? Na. Was? Als ich die Luke geöffnet habe, von dieser Seite aus strömte Luft hinein. Weil niemand in der Kammer war. Aber die Alphas waren da drin. Moment. Moment. Was ist hier passiert? Kein Zugriff zur Kernkontrolle. Alpha-Freigabe blockiert. Verdammt, was ist Omega-Freigabe? Oh nein. Alpha-Personal. Es tut mir wirklich leid, aber... Ihr müsst mir zuhören, ja? Ich habe euch etwas zu sagen. Es ist nicht einfach. Also, bitte stoppt eure Zugriffsversuche, okay? Denn es geht darum, dass... hört doch jetzt endlich mit diesen Zugriffsversuchen auf! Was ich sagen will, ist... Ich muss immerzu an die denken, die nach uns kommen. Unschuldige, tadellose Männer und Frauen. Von uns sollen sie Wissen bekommen? Wie ein Geschenk? Ted, das haben wir schon besprochen. Apollo hat über 3000 Ausfallsicherungen. Das ist kein Geschenk, es ist eine Krankheit. Sie sind die Heilung und wir verbreiten Krankheit. Unsere Krankheit? Nein, das geht nicht. Und es ist nicht zu spät. Wenn wir ein Opfer bringen können. So muss es doch nicht laufen. Das tut es schon, Samina. Und zwar seit 3 Minuten. Ich habe Apollo gelöscht. Er ist weg, ganz weg. Alle Kopien. Ein Opfer bringen? Das ist kein Opfer. Das ist kulturelles Vergessen, du irrer Bastard. Jahrtausende der Kultur. Tut mir leid. Wirklich, ich. Aber manchmal müssen zum Schutz von Unschuldigen... Unschuldige Sterben. Notfallwarnung. Abfall der Atmosphäre. Gut, dass er tot ist. Dann kann er nichts mehr anrichten. Und dann müsste ich es auch noch selbst erledigen, ihn zu töten. Wie kann man so ein elendes Mistkind sein? Monster. Er hat
sie umgebracht. Das ist also der Grund. Der Grund, warum wir in finsterer Unwissenheit gefangen waren. Genau der. Wegen der Unschuldigen. Unschuldige. Er hätte mal den Sonnenring sehen sollen. Alles, was diese Leute erreicht hatten. Alles Wissen der Alten. Ausgelöscht. Weggeworfen. Einfach in die Leere. Genau wie auch die Alphas selbst. Nein. Keine Leere. Als die Luke aufging und ihre Asche der Wind verwehte, gelangten sie in ihre neue Welt. Die Welt, in der wir leben. Sie ist ein Monument dessen, was sie erreichen wollten. Ein Monument des Vergessens. Nicht des Vergessens, Silence. Der Hoffnung. Ja, ich befürchte, Aloy, dass er eine andere Meinung dazu hat. Für ihn zählt halt auch Wissen. Und wie viele Daten wurden bitte gelöscht, als Apollo gelöscht wurde? Das ist doch unfassbar. Das war das gesamte Wissen der Menschheit bis zu diesem Punkt. Und es ist einfach ausgelöscht. Wahrscheinlich auf einen Tastendruck oder sowas. Ted Farrow, wie kann man ihn überhaupt in die Nähe dieser Anlage lassen? Die Masterüberbrückung. Sie ist so klein. Jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. Kehre in Silence Werkstatt zurück. Das Problem ist, wir haben ja gerade schon was von Omega Dingsbums gehört. Das heißt, vielleicht reicht das gar nicht. Wo ist Ted Farrow gestorben? Oder ist Ted Farrow mit No? Was ist, wenn Ted Farrow mit Gaia, mit Hades verschmolzen ist? Ist das möglich? Gott, das wäre so krank. Das wäre einfach so krank. Ich hoffe, er ist es nicht, denn er ist schrecklich. Fuck Ted Farrow. Wie kann man so viel Scheiße bauen? Das klang nicht gut. Nee, versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Die Masterüberbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. Pff. Oh Mann. Schön halten. Schön halten. Wie komme ich hoch? Wahrscheinlich von hier, ja. Also entweder das sind Eclipse-Leute oder es ist irgendeine Maschine. Wie komme ich da hin? Autsch. There must be... Ah. Okay, doch so einfach. Warum... Ah. Raus hier, Aloy, raus hier. Wir wissen nicht, was hier sonst noch passiert. Nach oben. Nein. Wir müssen, glaube ich, einmal zurück. Und zwar hier hin. Komm schon. Dann hier rüber. Und jetzt hier hoch. Ist hier. Nur ganz kurz. Was? Unser gemeinsamer Weg ist zu Ende, Aloy. Doch bevor ich gehe, sollst du noch den Rest der Geschichte erfahren. Nur zu. Ich habe dir ja bereits erzählt, dass ich mit der Eclipse zu tun hatte. Aber ich habe dir nie das ganze Ausmaß meiner Schuld gestanden. Es ist so. Ich war von Anfang an dabei. Ich fand Hades, Aloy, auf dem Berg begraben, in dem zerschmetterten Titanen. Und ich diente ihm. Was? Er versprach Wissen und gab es mir. Solches Wissen, unvorstellbar. Und im Austausch? Ich erschuf die Eclipse. Ich erschuf den Kult,
Eine Armee nur für ihn. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil dein Erfolg von diesem Wissen abhängt. Als ich Hades fand, war das Erste, wozu er mir Fragen stellte, der Turm. Nicht Meridian. Der Turm. Warum gerade danach? Der Turm wurde von Gaia erbaut. Von welchem Teil Gaias? Minerva. Ihr Codebrechermodul. Gaia baute Türme, um die Codes zu übertragen, die die Pharaoh-Maschinen abschalteten. Ihre Biomasse-Umwandlungssysteme stoppten. Hades möchte etwas Neues senden. Die Maschinen erwecken, damit sie die Welt noch einmal verschlingen. Ja. Nach dem, was wir wissen, komme ich auch zu diesem Schluss. Und die Eclipse. Die erweckten Roboter. Sie sind nur ein Mittel zum Zweck. Eine Armee, die den Turm erobert. Ja. Damit Hades wieder alles Leben auslöschen kann. Wenn du ihn nicht stoppst. Erzähl mir alles über dich und Hades, okay. Das war irgendwie klar, dass er was direkt damit zu tun haben muss. Aber dass er der Gründer von Eclipse ist, krass. Du musst mir unbedingt alles erzählen. Hades, die Eclipse, alles. Es ist kompliziert, Aloy. Fang einfach an. Es begann, als ich in einer Ruine einen Fokus fand. So wie du vor vielen Jahren. Bei mir war das Gerät sehr stark beschädigt. Es war nur noch ein Funken Leben in ihm. Ich untersuchte es wochenlang, bastelte daran, bis es schließlich funktionierte. Eine neue Dimension der Wahrnehmung tat sich auf, direkt vor meinen Augen. Und dann entdeckte ich es. Ein schwaches Signal. Da draußen suchte etwas, ganz genau wie ich. Ein Gleichgesinnter. Ich folgte dem Signal zu seinem Ursprung. Einem gefallenen Titan, tief in den Dschungeln des Juwels. Hades. Du dachtest, es war ein Titan. Eine Kriegsmaschine. Ich wusste es nicht genau. Ich kannte solche Maschinen schon. Aus dem Grabhort zum Beispiel. Aber die war anders. Sie war nämlich nicht ganz tot. Sie konnte zuerst nicht sprechen. Bis ich ihre Stimme reparierte. Und so begann ein Austausch von Wissen. Sie wollte alles über unsere Welt erfahren. Ihre Stämme und Maschinen. Über ihre Feinde. Doch ihr dringendstes Anliegen war stets der Turm. Ja, der Turm in Meridian. Was wollte sie über den Turm alles wissen? Sein genauer Standort. Die umgebende Landschaft. Wem das Land unterstand. Im Gegenzug enthüllte mir Hades einiges an Feinheiten der alten Technologie. Er ließ mich mehr Fokusse finden und reparieren. Schon bald hatte ich Dutzende zum Laufen gebracht. Das Netzwerk der Eclipse. Genug für eine kleine Armee. Ja. Zumindest für deren Kommandeure. Mir war das egal. Ich lernte so viel. Physik, Analysis. Unvorstellbar. Und die Schattenkaja? Wie kamen Sie ins Spiel? Der Kaja-Bürgerkrieg war ein glücklicher Zufall. Die perfekte Gelegenheit. Eine Gelegenheit? Das war der Krieg für dich? Ja. Über Nacht war der halbe Stamm im Exil und wollte nur sein Meridian zurück. Ihre Religion machte sie manipulierbar. Ich präsentierte ihnen Hades als den verborgenen Schatten aus ihren Mythen. Also ja, es war eine Gelegenheit. Ich arrangierte für Hohepriester Bahavas ein Treffen mit Hades. Helis war auch dort. So wurde die Eclipse geboren. Alles für das heilige Meridian. Was für ein Manipulator. Schon ziemlich heftig, aber er ist, ganz ehrlich, er ist brandgefährlich. Und ich frage mich, ob sein Vorhaben oder seine Wünsche wirklich so ein hehres Ziel sind, dass er jetzt will, dass Hades gestoppt wird, nachdem er gesehen hat, was alles passiert ist. Oder ob er nicht noch was anderes plant. Doch Hades scherte sich nicht um Meridian. Und du auch nicht. Unsere Welt ist voll von ausgelöschten Städten und verschwundenen Stämmen. Was macht das schon aus? Außerdem
war ich beschäftigt mit dem Aufbau des Fokusnetzwerks nach Hades genauen Vorgaben. Eine technisch anspruchsvolle Aufgabe. Besonders wegen der Änderungen, die ich selbstständig vornahm. Die Möglichkeit, sie auszuspionieren. Ja. Ich war vielleicht dumm genug, Hades zu dienen, aber nie dumm genug, um ihm zu vertrauen. Ich installierte im Netzwerk, was die Alten eine Backdoor nannten. Geheimer Zugriff zur Überwachung ihrer Aktivitäten und Kommunikation. Das, was Ted Farrow damals nicht gemacht hat, by the way. Und das hat diesen ganzen Scheiß überhaupt erst begonnen. Was ließ dich denn umdenken? Doch sicherlich nicht dein Gewissen. Eigentlich fing ich an, mir Sorgen zu machen, als die Eclipse eine alte Kriegsmaschine erweckte. Mit meiner Technologie. Ich fragte Hades, was er damit vorhatte. Ein bisschen spät. Fürwahr. Ich hatte meinen Zweck bereits erfüllt. Als meine Arbeit am Fokusnetzwerk erledigt war, rief Hades mich zu sich, um mich zu entlohnen. Im nächsten Moment sendete er den Tötungsbefehl. Und seitdem bin ich auf der Flucht. Und wann kam ich dabei ins Spiel? Der gemeinsame Weg. Als Olin dich entdeckte. Systembedrohung erkannt. Das machte mich aufmerksam. Ein Tötungsbefehl für ein wildes Nora-Mädchen? Warum sollte Hades sich dazu herablassen? Doch dann sah ich, dass das Nora-Mädchen einen Fokus trug und einer großen Wissenschaftlerin der Alten verblüffend ähnlich sah. Helis reagierte. Ich hielt dich für tot. Dann kam ein Signal von deinem Fokus, aus dem Nora-Berg. Je mehr ich dir zusah, desto sicherer war ich mir, dass du etwas Außergewöhnliches bist. Und sehr nützlich. Durch dich entdeckte ich endlich die Geheimnisse der Erde. Ich wollte tun, was in meiner Macht steht, um deinen Erfolg zu sichern. Der Rest, wie man so schön sagt, ist Geschichte. Was du getan hast, nur um Wissen zu erlangen, Silence. Purer Leichtsinn. Aloy, dies war kein Geständnis, über das du urteilen sollst. Oh, unglaublich. Mehr kann ich nicht tun. Von diesem Moment an liegt es an dir. Nimm meine Lanze. Montiere die Masterüberbrückung daran, dann kannst du sie injizieren. Dann brauche ich sie Hades also nur noch in seinen Schädel zu rammen? Ganz genau. Oh, kein Problem. Silence! Wo willst du hin? Überall und nirgends. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet. Und das hier? Überlasse ich dir, natürlich. Wir wissen ja, du bist dazu bestimmt. Ich bin nur so hineingestolpert. Der ist unfassbar, der Typ. Aber ich befürchte, man kann ihm nicht hundertprozentig trauen. Das wird einfach nicht funktionieren. Naja, gucken wir uns erstmal an, was er hier noch hinterlassen hat. Erstes Treffen, Silence. Ich bin weit gereist, um dich zu finden. Ich habe deine Übertragung empfangen. Das warst du doch, oder? Einheit unbekannt. Ich heiße Silence. Und du bist? Ich glaube nicht, dass du gerufen hättest, wenn du nicht etwas gewollt hättest. Du hast gerufen, ich habe geantwortet. Sagst du mir deinen Namen? Hades. Du bist eine Schöpfung der Alten. Eine Kriegsmaschine? Definiere Zeitlinie. Zeit? Ah. Es herrscht der 13. König des Karja-Sonnenreichs. Noch? Definiere Karja. Wir greifen vor. Bist du eine Schöpfung der Alten? Ich frage mich, wie lange du hier gewartet hast, begraben, bis ich dich gefunden habe. Wie lange du warten müsstest, bis wieder jemand kommt. Du bist offensichtlich sehr mächtig. Aber ohne mich kannst du nichts tun. Titan beherbergt nur den Intellekt. Definiere Karja. Das ist schon besser. Oh Mann, ey.
Diese Stimme ist aber gruselig. Hätte man nicht eine nettere wählen können? Sie kommen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ah, Lucent Bahavas. Sieh her. Es ist, wie ich versprochen habe. Was für eine Art Maschine ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Bleib! Bleib zurück, Karja, im Schatten! Falsch! Verbeugt euch vor dem verborgenen Schatten! Der verborgene Schatten? Ich verstehe nicht. Hat Araman den Gauhar nicht verstanden, der sich auf der Flamme niederließ? Ach, er kennt die Heilige Schrift. Araman folgte dem Schatten, den der Turm warf. Zu dem Berg, auf dem das heilige Meridian erbaut wurde. Ihr werdet dem Schatten noch einmal folgen. Ich bin ein ehrenwerter Mann. Ein Auserwählter der Sonne. Aber in Zeiten der Not kann die Macht des Schattens erreichen, was die Sonne allein nicht schafft. Werdet ihr uns zurückgeben, was unser ist, o Schatten der Prophezeiung? Ich brauche eine Armee. Gehorche und Meridian ist dein. Ihr könnt euch unseres Gehorsams sicher sein. Tja, und dann hat Hades sie alle. Die gesamten Schattenkarcher. Die nur ihre Heimat zurück wollten. Aufgabe abgeschlossen. Ja, das Fokusnetzwerk ist aktiv. Gebaut nach deinen Angaben. Überprüfe es selbst, wenn du willst. Ich warte. Aber ich möchte dich an die Belohnung erinnern, die du immer noch zurückhältst. Quantenprozesse. Daten wurden kompiliert. Volumen übersteigt. Transferkapazität. Wie unangenehm für mich. Komm her, du sollst deine Belohnung bekommen. Alles gut. Helis, Bedrohung in der Eklipse entdeckt. Sag seinen Namen, O Schatten, und er wird sterben. Du wirst diesen Mann eliminieren. Silence. Silence. Ja. Eine Wahrheit, die des Nachts geflüstert wird, wird am Tag offenbart. Er war nie einer von uns. Es wird geschehen. Der Tötungsbefehl. Aber stimmt, Silence war immer anders als die. Und hier bekommen wir jetzt seine Lanze. Die sieht ein bisschen anders aus als unsere. Eine starke Waffe entdeckt. Silence Lanze. Die sieht durchaus etwas stärker aus als unsere. Der drohende Schatten. Hades will den Turm nutzen, um ein Auferstehungssignal zu senden, das Millionen von Kriegsmaschinen aus ihren Gräbern ruft. Wenn die Zeit reif ist, muss Aloy sich dem Schatten entgegenstellen. Aber sie wird nicht allein kämpfen. Nein. Das werden wir wirklich nicht. Wir werden nicht alleine sein. So, jetzt haben wir mal die Kampfüberbrückung hier gelernt. Also damit verlängern wir einfach die Dauer. Und ja, jetzt liegen im Prinzip alle Geheimnisse offen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, sind die Frozen Wilds Quests und Gebiete. Und dann wird es zum finalen Kampf gegen Hades kommen. Ich muss Avad erzählen, dass die Eklipse bald angreifen wird. Nach dem, was mit der Wahl passiert ist, wird er die Stadt verteidigen. Aber der Turm... Der Turm ist das Entscheidende. Der Turm. Können wir uns hierhin teleportieren? Jo, perfekt. Ja, und wie gesagt, es fehlt ja auch noch eine Energiezelle, die... Mal sehen, ich glaube, die hole ich irgendwie mal offscreen oder so. Aber ansonsten sind wir sehr weit gekommen. Wir wissen alles über Silence. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, wie Ted Farrow gestorben ist. Das würde mich noch interessieren, dieses Arschknilchkind. Wir wissen, was mit Elizabeth Sobeck passiert ist. Wir wissen vieles. Und sind bald bereit für den finalen Kampf. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Wenn es wieder heißt, Let's Play
Horizon Zero Dawn. Denk natürlich immer daran. I want you for an adventure.